mich bitte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki-Banoki Daily. Eure Tagesdosis Angeberwissen. Heute vorgestellt von Sascha und Pujan. Ja. Genau. Ja. Und wir fangen direkt an mit dem Geburtstagskind. Das Geburtstagskind ist Weichei Orlando Bloom, sage ich immer. Ach. Ja. Playmobil-Olas. Ja, ja, genau. Das ist hier Legolas, der von Herr der Ringe. Ich fand den gut. Ja? Also nicht Herr der Ringe, sagen. Aber, ja. Kann ich richtig zugehört. Aber der ist ja, der macht ja immer so einen auf harten Kerl, ne? Legolas. Ja. Und so sieht er halt bei Herr der Ringe aus. Ja, und, total brutal. Und eigentlich sieht er ja, in Wirklichkeit sieht er ja hier so aus, ne? Der ist ja wirklich, also. Ja. Nicht viel besser. Also die Fussel im Gesicht machen ihn jetzt nicht unbedingt härter. Ja, die Mädels, die stehen ja auf den Typen, weiß ich auch nicht. Dann. Angeblich. Okay. Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Aber war da Legolas nicht blond? Alles mit Perücke. Ja, alles fake. Du kannst nichts mehr glauben. Nichts, was im Kino oder im Internet passiert, ist kann man nicht glauben. Du hast ja auch keine Glatze in Wirklichkeit. Nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich habe ich nur ein richtig großes Gesicht. Ja, genau. Was ist passiert am 13. Januar? Das hättest du wohl gern gewusst, hä? Ja. Henri Farman. Sagt dir das was? Ja, das ist der Franzose, das erste Mal einen Hut gehoben hat, wie ich sehe. Dem ist es als erstes gelungen, mit seinem Doppeldecker einen Motorflug über eine Distanz von mehr, halte ich fest, von einem Kilometer zu schaffen. Ein Kilometer. Da wird sich Air Berlin die Finger danach lecken. Und das ist am 13. Januar passiert? Das ist am 13. Januar passiert, 1908. 1908. Da ist er ein Kilometer weit geflogen. Ein Kilometer. Mit seinem Doppeldecker-Motorflieger. Ist aber vorher erstmal 20 Kilometer mit der U-Bahn dahin gefahren. Ja, genau. Damit macht man ja. Ja. Ist doch klar. Wenn nicht, was dann? Ja. Ne? Und in Schweden ist ja heute Knutstag. Nicht nur dort, auch in Norwegen. Ja, in Skandinavien. Nein, in Schweden und in Norwegen, nicht in ganz Skandinavien. In Finnland nicht? Nein. Schweden und Norwegen, da ist Sankt Knutstag, genau. Okay. Ja, und das ist dann 20 Tage nach Weihnachten. Richtig. Ja. Alle Heiligen ist ja vorher. Drei Fragezeichen? Genau. Heilige, jetzt gehen wir nicht auf den Keks. Heilige Drei Könige ist ja 13 Tage nach Weihnachten. Aha. Ja, aber Knutstag hat Knut gesagt. Sankt Knut hat gesagt, nee, wir lassen 20 Tage und dann machen wir Schluss. Bis die alle wieder nüchtern sind und dann gehen wir nochmal. Genau, und deswegen feiern die Schweden und die Norweger auch Knutstag. Mhm. Keine Ahnung, wie die das aussprechen. Knüdag. Das ist wie Mittag, nur Knüdag. Wir feiern die 20 Tage nach Weihnachten. Stimmt. Ja, da kommen alle Weihnachtsbäume erstmal raus. Ja. Und irgendeine große Firma hat daraus eine Riesenwerbung gemacht. Echt? Deswegen haben wir auch davon erst nur erfahren. Aha. Weißt du, wer es war? Ja, aber sagen wir nicht. Das war dieses... Sagen wir nicht. Origami. Ja, sagen wir nicht. Stäbchen. Sagen wir nicht. Nein, sagen wir nicht. Gut, ja, sagen wir nicht. Könnt das alles denken. Das alles war am 13. Januar oder ist am 13. Januar. Heute ist ja Knutstag. Ne? Also heute ist aktuell Knutstag. Und macht das Fenster auf, raus die Tanne. Ihr könnt auch das Fenster zulassen, raus die Tanne. Aber nicht, dass die Frau noch dran hängt oder so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, vielleicht sehr gut. Ne? Ja, genau. Viel Spaß am Knutstag. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.